Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Und ich bin immer noch nicht alleine, denn bei mir ist... Die Sailor Cat. Und es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession wie beim letzten Mal, aber meine Stimme hat sich ein bisschen erholt durch die Kraft von Kinder Schokobons. Ich krieg kein Geld dafür. Leider. Ja, das wäre cool. Einfach immer so eine Marke erwähnen und dann, ja... Dann gebt mir mal ein bisschen Geld dafür. Okay, beim letzten Mal gab es eine ultralange Folge, in der Alexandria zerstört wurde und jetzt ist wirklich alles zerstört. Ja, das stimmt. Also alles ist hin. Also der Kontinent des Nebels ist einfach das größte Trümmerfeld der Welt. Ja. Aber keine Sorge, am Ende der ganzen Geschichte wird es ein noch größeres Trümmerfeld geben. Wow. Ich sehe schon kommen, ganze Welt ist hin. Tja, das wird sich herausstellen. Genau, und jetzt haben wir... Lilly kann nicht mehr sprechen. Stimmt, ja. Das war super tragisch. Und jetzt wollen wir den Großherzog wieder vermenschlichen. Professor Toto, gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, mein menschliches Aussehen wiederzuerlangen? Kirp! Bei einer Verwünschung kann normalerweise nur die Person, die die Verwünschung ausgesprochen hat, diese wieder aufheben. Also geht's wohl nicht. Aber ich erinnere mich, in antiken Schriften über eine Methode gelesen zu haben, anderweitig eine Verwünschung rückgängig zu machen. Welche wäre die? Nun... Ich weiß nicht so recht, ob man der Aussage dieser Quelle vertrauen darf. Verstehe, aber es könnte meinen Tod bedeuten. Tschüpp! Oh nein, es ist eine Mischung aus drei verschiedenen Medizinen, die dann direkt auf den Körper gegossen wird. Wenn sie nicht umbringt, ist mir alles recht. Wow. Ein bisschen mehr Respekt vor meiner Person, wenn ich bitten darf. Tschüpp! Was sind denn die drei Medizinen? Das wären die Wundermedizin, die herrliche Medizin und die verdächtige Medizin, die im Verhältnis 5-2-3 vermischt werden müssen. Oho! Eine Methode, die früher die alten Alchemisten anwandten. Diese Szene ist übrigens die absolute Hölle für mich gerade. Die Stimmen. Ey, gerade Toto und Cid, die sind so anstrengend, zwischen denen zu wechseln. Das glaube ich dir total. Und ich weiß, gleich kommt, glaube ich, noch Bark. RIP Matt Eyes Stimme. Alle drei Medizinsorten sollten nicht sonderlich schwer zu finden sein. Genau das macht mich stutzig. Die Tatsache, dass sie so leicht zu finden sind, obwohl wir noch gar nicht wissen, wo sie sind. Ich glaube, die Wundermedizin hatte Zinner irgendwo. Ich werde mich aufmachen und nach ihr suchen. Ich verlasse mich auf dich! Zirp! Das geht nicht. Ossa, ossa, hier, hoppala! Ja, in der Höhe arbeitet sich's gefährlich. Yep. Ah, jetzt sehen wir die auch mal wieder. Zinner, reich mir mal den Hammer und so. Den Hammer? Warte mal kurz, die gehen so hat sie fix. Und was ist da in deiner Hand und so? Die Ds, zerfix. Das ist mein Hammer. Den gebe ich dir nicht, zerfix. Soll das ein Witz sein oder so? Na, das ist mein Ernstefix. Mein Hammer gibt dir nicht zerfix. Ist ja schon gut. Dann bring mir irgendwas, womit ich die Nägel reinschlagen kann und so. Gut, zerfix. Okay. Ja, das ist sein Hammer. Den gibt er uns nicht. Leute. Spoiler-Alarm, der wird sich am Ende des Spiels in unserem Inventar befinden. Aber das dauert noch.
Ich muss jetzt selber nochmal überlegen, wo die Medizin nochmal waren. Also Zinner ist klar. Eine hat Alice und eine ist, glaube ich, in der Bude von dem Künstler. Immer wenn ich auf mein Schiff warte, betrachte ich diese Statue hier. Okay, wenn es dir Spaß macht. Warte mal. Was ist das für ein Wappen? Keine Ahnung. Ich könnte schwören, das sind die Flügel der Freiheit. Okay, ja, das habe ich auch gerade gedacht. So ein bisschen sieht schon so aus. Wir sind hier quasi im Aufklärungstrupp. Ja. Ah, ich wollte nicht zum Einkaufsviertel, obwohl, naja, Einkaufsviertel ist auch nicht verkehrt. Ja, Lufttaxe haben wir jetzt aber echt schon oft genug gesehen. Dann mache ich mal Gebrauch von dem Turbo-Modus. So, ich glaube, wir haben einen Brief für den Mogri im Gasthaus. Gästebuch! Soll ich auch was reinschreiben? Ah, schade, ich dachte, wir können nochmal den Eintrag von Lani lesen. Aber gut, dann ist jetzt Sedans Eintrag drin. Ich steige jetzt zwar schon seit Jahren ab, aber ich wollte es einfach mal loswerden, dass es hier einfach ein Spitzenladen ist. Im Zimmer nebenan wohnt ein Mogri und eine Lufttaxe geht auch gleich vor der Haustür. Nur die Preise können etwas niedriger sein. Zu viel verlangt? Sedan. In letzter Zeit kamen ja keine Briefe mehr, deswegen freue ich mich umso, Kupo. Es kamen wirklich in letzter Zeit keine Briefe. Und mag an Modon. Alexandria scheint völlig in Trümmern zu liegen, Kupo. Ob es Kupo und Mosche wohl gut geht? Wenn du etwas erfährst, schreib mir bitte. Außerdem hörte ich, Stilskin sei auch in Alexandria, Kupo. Stimmt, der war in Alexandria, als die Explosion kam. Krass. Aber hey, es ist Stilskin, was wollen wir wetten, ja, dass er ohne einen Kratzer da raus ist? Keine guten Nachrichten, Kupo. Was kommt wohl als nächstes, Kupo? Okay, keine Briefe mehr. Ich bin übrigens sehr froh, dass ich bald meine Sid-Stimme ändern kann. Schweißgurken. Diese stinkenden Schweißgurken, das hält ja kein Mensch aus. Okay. Tja. Übrigens, ich könnte schwören, da im Hintergrund steht ein Chocobo, aber man sieht leider nie was davon, oder? Das sieht doch für dich auch so aus. Ein auch, was? Ja, guck doch ein mal was? Da hinten. Ein Chocobo da hinten, oder? Das sieht doch so aus. Ach so. Ja, kann sein. Nur wenn wir da hingehen, ist da leider keiner. Ich hab gerade verstanden, ein Schokobon. Ein Schokobon? Nein. Wäre auch gut. Ja, die herrliche Medizin hätte ich im Sortiment. Einen Moment bitte. Hier irgendwo muss sie doch. Ah, da ist sie ja. Ist zwar etwas verstaubt, das Fläschchen, aber wenn du sie willst, schenke ich sie dir. Die würde sowieso niemand kaufen wollen. Herrliche Medizin erhalten. Das war leicht. Ja. Ich bin übrigens froh, auch hier müssen wir keinen Einkaufsbummel machen, denn wir haben bald fast völligen Zugang zur gesamten Weltkarte und können. Dann kann ich alles in aller Ruhe machen, was Einkaufen angeht. Hast du das gehört? Was? Mich. Ja. Okay. Ich habe immer Angst, dass du mich nicht hörst inzwischen. Ach so. Ich glaube, das ist eher nur ein Problem, wenn es halt wirklich laute Musik gibt. Oh, jetzt kommt eine coole Szene. Dieser Junge da ist das nicht. Das ist der!
Hey, du! Was Rechte ist es? Oh, wenn das mal nicht das Pärchen von damals aus Bomitia ist. Wow. Ohne dich hätten wir es damals nicht geschafft. Das war doch selbstverständlich. Freut mich, dass es deinem Mann auch wieder besser geht. Übrigens gehen einige Timelines davon aus, dass seitdem ungefähr 3 Tage vergangen sind. Also ganz korrekt können die nicht sein. Wow. Und es ist danach glücklicherweise irgendwie gelungen, bis hierher nach Lindblum zu schaffen. Viele aus Bomitia sind hierher nach Lindblum geflohen. So war das also. Wirklich schlimme Sache damals. Es wieder wettmachen. Ich kann mich nicht an dieses Event erinnern. Ach so. Freya! Ihr seid also wohl auf. Und wie ich sehe, ihr auch. Ja, wir haben es irgendwie nach Lindblum durchgeschlagen. Aber die meisten hatten nicht so viel Glück. Dan zum Beispiel nicht. Möge er in Frieden ruhen. Wir haben übrigens gesehen, was mit Dan passiert ist. Er wurde in Clara von Schwarzmagiern gegrillt. Ei. Aber solange wir leben, besteht noch Hoffnung. Was habt ihr jetzt vor, Freya? Ich werde mit Zidane und den anderen diesen Kucha verfolgen. Fällt gerade auf, haben die eigentlich auch einen Matrosenkragen? Vielleicht. Sieht ein bisschen so aus, was die da hinten haben. Oder ist es einfach nur die Rückseite von dem Hemd? Naja. Kann auch sein. Wie steht es mit euch? Wir werden alle zusammenrufen, um Bomitia wieder aufzubauen. In Lindblum haben viele von uns einen Zufluchtsort gefunden, aber auch in andere Regionen hat es sie verschlagen. Wir wollten auch um eure Hilfe bitten, aber... Ich verstehe. Sobald dieser Wahnsinn ein Ende hat, werde ich wieder nach Bomitia zurückkehren. In den Credits. Verzeiht, aber bis dahin müsst ihr es alleine schaffen. Jawohl, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Auf dass wir euch bei eurer Rückkehr ein stolzes Bomitia präsentieren können, Freya. Ich stehe in eurer Schuld. Wäre doch jetzt nur Fredly hier. Nope. Nö. Oh ja! Ach ja, das ist etwas, was du unbedingt sehen musst. Ja, stimmt, war ja ein Versprechen. Hm? Hey, kommt mal alle kurz her! Sprich du das mal mit einer ganz piepsigen Stimme, richtig laut hoch. Okay. Gott, nein. So hoch jetzt bin ich auch wieder nicht. Das sind unsere Kinder. Wir hätten allerdings nicht gedacht, dass du sie schon hier in Lindblum zu Gesicht bekommen würdest. Die Frau bekommt... Was? Die Frau bekommt... hat 6 Linge bekommen. Mir tut die gerade ein bisschen leid. Sind das nicht nur 5? Ne, stimmt, 5. Hab mich verzählt. Das sind auch schon viele. Mir tut sie auch leid. Wer ist das denn, Papi? Das ist der nette Junge, von dem ich euch erzählt habe. Der Lebensretter von Papi und Mami, wisst ihr? So. Was genau ist so ein Lebensretter? Der wichtigste Freund, den man haben kann. Toll! Du bist der wichtigste Freund von Papi und Mami? Boah! Man hat doch gerne geholfen. Eines Tages möchten wir wieder nach Hause zurückkehren, nach Bomitia. Wir versuchen gerade, alle Flüchtlinge von überall her zusammenzutrommeln, um langsam mal die Wiederaufbaupläne für Bomitia zu besprechen. Um alles wieder aufzubauen, wird es sicherlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Aber ich denke, wir werden fertig, noch bevor diese kleinen Racker hier erwachsen sind. Mami, können wir wieder spielen gehen? Klar doch, sicher. Aber geht nicht so weit weg, ja? Diese Kinder sind Bomitias neue Hoffnung. Wenn Bomitia wieder steht, dann besuch uns doch mal. Du bist jederzeit willkommen.
Falls du mal irgendetwas brauchen solltest, du kannst mit jedem Problem zu uns kommen. Danke, ich werde darauf zurückkommen. Nee, wirst du nicht! Weil das war das Letzte, was wir von diesem Bometia-Wiederaufbau-Plot gehört haben. Okay. Was denn? Soll ich dir was malen? Nee, ich wollte nach der Medizin fragen. Hör mal, ich bin Künstler, kein Apotheker. Aber wenn du sie irgendwo finden solltest, bitte sehr, bedien dich einfach. Hm, okay. Lapis Lazuli. Verdächtige Medizin erhalten. Wow, ich bin kein Apotheker, aber er hat sie trotzdem. Ja, er weiß halt nicht, was er so in seinem Chaos liegen hat. Na gut. Aber natürlich genau bei ihm finden wir sie. Hier steckt ihr also alle. Du bist sie dann. Du bist also schon wieder auf den Beinen und so. Bist wieder gesund, Ziffix. Schön, dich wieder putzmunter zu sehen. Yep. Danke, Leute. Ach ja, hast du Blank schon getroffen und so? Ja, gerade vorhin im Schloss. Sieh dann, was hast du denn auf dem Herzen? Bist sicher nicht nur zum Ratschen käme, Ziffix. Was heißt Ratschen? Quatschen. Ah. Naja, eigentlich hätte ich eine kleine Bitte. Du hast doch Wundermedizin, oder? Hobby, Ziffix. Meinst du, du borgst mir die mal kurz? Kein Problem, warte mal kurz, Ziffix. Möchtest du dich denn uns nicht wieder anschließen und so? Ich überleg's mir, wenn sich alles einigermaßen beruhigt hat. Jetzt haben wir gerade einen Weltuntergang am Start, weißt du? Ohne dich ist es nicht dasselbe. Yep. Ziffix! Wundermedizin erhalten. Jetzt habe ich alle zusammen. Na dann, auf zu Sid. Wozu brauchst du Medizin, Ziffix? Um den Herzog wieder in einen Menschen zu verwandeln. Die wissen ja gar nicht, dass er eine Juckzirpe ist. Dank auch. Oh, ich dachte, ich werde jetzt teleportiert. Eigentlich dachte ich ja, wir sehen noch die Verwandlung, aber dann, das mache ich jetzt nicht noch, weil die letzten Folgen waren schon alle überlang. Deswegen nutze ich jetzt die Gelegenheit zu speichern. Okay. Ich speichere, Kupo. So, beim letzten Mal haben wir euch gefragt, wer wäre die perfekte Stimme für wen nochmal? Den König von Bometia. Genau, wo wir jetzt so viel von Bometia gehört haben und nie wieder hören werden. ich habe vorgeschlagen, eine Stimme für den König von Bometia ist Edgar Ott. Ja, das war unter anderem der König Triton in Ariel, in der alten Synchro. Und das war doch auch mal Benjamin Blümchen, ne? Der erste Benjamin Blümchen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, gerade wenn ich jetzt so an König Triton denke. Es war aber unter anderem auch Earl Sinclair und Tulsa Doom aus Kornen der Barbar. Okay, war das nicht auch Dings Little John aus Robin Hood? Genau, der auch. Also der hat wahnsinnig viele Rollen gesprochen. Ja, ist auch eine sehr markante Stimme. Ist aber leider schon tot, aber das hält ihn ja nicht davon ab, bei unserem Spiel zu gewinnen. Nee. Gut, dann... Ach nee, ich muss noch fragen, wer fürs nächste Mal... mal sehen, die Figur habt ihr bestimmt schon vergessen, aber wer wäre eurer Meinung nach die perfekte Stimme für Lani, die Kopfgeldjägerin? Also ich habe sie nicht vergessen. Nee, du hast mich daran erinnert, dass ich sie vergessen habe. Ja.
Weil ich mich irgendwie noch daran erinnere, wie ich die gesprochen habe. Also das war die Frau mit der riesengroßen Axt und mit den riesengroßen, ihr wisst schon. ja, genau. Ich glaube, die haben wir das letzte Mal gesehen, als der Rotschopf aufgetaucht ist. Genau. Aber die haben wir da noch nicht zum letzten Mal gesehen. Okay. Gut, die nächste Begegnung mit ihr ist zwar optional, aber die werden wir noch haben. Okay, cool. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt dem Video halt einen Daumen nach unten. Ja, schreibt Kommentare und nehmt an unserem Spiel teil oder schreibt was anderes. Ciao, ciao. Ciao.